Hallo und willkommen zurück zu Silent Storm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ausrüstung ist aufgerüstet, erneuert, wir sind alle versorgt. Und in dem Anwesen, nennen wir es jetzt mal, habe ich unter anderem auch eine Menge lustiger Sachen, unter anderem auch zwei schallgedämpfte Maschinenpistolen gefunden. Das heißt, mit einer Ausnahme, nämlich dem Mann, der sowieso nicht leise kann, haben jetzt alle schallgedämpfte Maschinenpistolen, was uns doch einen taktischen, recht immensen Vorteil verschaffen sollte. Das schallgedämpfte Scharfschützengewehr habe ich weiterhin unserem Sneaking Expert überlassen, unserem Scout. Und da levelmäßig sowieso momentan sich noch nicht so viel getan hat, werden wir uns jetzt damit erstmal zufrieden geben. Ausrüstungsseitig, wie ihr seht, ich habe sehr viele Granaten mitgenommen bei allen. Einfach deshalb, weil ich habe schon gemerkt, wir lassen es ordentlich knallen. Und da wir demnächst früher oder später Panzerkleins begegnen werden, haben wir jetzt ab sofort auch immer entsprechende Bewaffnung mit dabei, auch wenn das sehr viel Platz kostet, aber naja. Sprengstoff, wie üblich, ne? Wenn wir mal was abreißen müssen. Und ja, dort ist es eigentlich auch schon. Dann, natürlich wollen wir gehen. Storymäßig wäre die nächste Quest hier. Russische Militärfabrik, unbekannter Gebäudekomplex. Müssen jetzt natürlich wieder weg. Was machen die Deutschen eigentlich in England? Hier ist alles erledigt. Eine Zeit lang. Brandenburg erledigt. Hannover erledigt. Codebuch. Okay, ich möchte jetzt dann doch erstmal Bergers Fabrik. Das sieht eher aus wie eine Quest, die halt noch nicht ganz. Das machen wir mit links. Oha, und natürlich habe ich genau die Fabrik gefunden, die ich am liebsten eigentlich nicht finden wollte. Gut, dass ich so vorbereitet war, denn dieses Gefecht wird uns einiges abverlangen und hier werden wir uns auch einige Zeit verbringen, ganz besonders deswegen, weil das hier eine zweiteilige Karte ist. Aber ...31... Schweizer. Mit dem System bin ich bisher ja immer ganz gut klargekommen. Dann ist das hier jetzt natürlich auch ein nicht gerade kleines Gebäude.
wäre zu überlegen, ob wir versuchen, die Scharfschützen von hier draußen auszuschalten. Und das wäre noch nicht mal der unvernünftigste Versuch. Benutzen eh die gleiche Munition. Aber unser Scharfschütze ist ja natürlich in der Lage, mit dem Gewehr das alles jetzt still und leise zu erledigen, was ja natürlich auch ein äußerst wünschenswerter Effekt ist. Ich möchte einmal mich hier auf der Karte umgucken, ob es eventuell einen dezenten Hintereingang gäbe. Sieht aber nicht danach aus und ich würde gerne darauf verzichten, mit voller Wucht mich durchzusprengen. Okay. Dann beginnen wir jetzt nämlich mal, die Leute zu positionieren. Auch weiter hinten haben. Allerdings dann besser in der Richtung, weil hier könnten natürlich Feinde rauskommen. Kate. Sehr klug. Ah, Duck fehlt noch. Ja, auch nach hinten. Möglichst aus der Reichweite der Sniper raus. Immerhin 37, aber... Also, an diese Karte kann ich mich besonders deshalb erinnern, weil das eben die Karte ist, die ich meinte, für die wir am besten die Panzerfaust mit dabei haben sollten. Dementsprechend... Alliierte bedeutet natürlich nur Zivilisten, aber... Die sollen uns mal nicht stören. Erstmal Kate, würde ich sagen. Na gut. Die ist am sichersten, möglichst weit nach hinten zu bewegen. Weil wenn wir hier jetzt tatsächlich jemanden sehen... ist die Chance wenigstens noch verhältnismäßig gering, dass sie Aufmerksamkeit erregt. Und Oz im Gegenzug möchte ich eigentlich so weit wie möglich nicht in die Nähe von irgendwelchen Fenstern bewegen. Ist eigentlich auch kein Experte. Kommt mal auch hier rüber. Den Grenadier möglichst hier in die Nähe des Tores bringen. Versuchen wir mal lieber, ob wir den möglichst bis hier in die Ecke bringen können. Das könnte sich mehr lohnen. Kommen wir insgesamt auf 80% immerhin. Das passiert, wenn man sich nicht konzentriert. Hör auf rumzuzicken. 44. Nicht konzentriert. 80%ige Chance ist jetzt nicht wirklich weltbewegend. Außerdem hat er nur ein seltsames Klacken auf dem Sims gehört.
Könnte auch ein Taubenschiss gewesen sein. Und je länger wir natürlich unbemerkt bleiben können. Fortschritt! Desto besser ist das natürlich. Ja, Blickwinkel ist auch okay. Du begibst dich hierhin, weil das scheint mir doch eine verhältnismäßig stabile Deckung zu sein. Und 2, 3, 4, 5, 6, okay. Es ist natürlich sehr schön, dass dieser nette Gentleman jetzt einfach da oben sitzen bleibt und sich von uns erschießen lässt, weil er gar nicht weiß, woher das Gewitter kommt. Fortschritt! Da könnte durchaus die Reichweite ist so gut wie erledigt. Got it. Okay. Wie gewünscht. So weit, so gut. Na, wahrscheinlich sitzt auch hier drüben einer, also ist das so oder so nicht das Schlechteste, dass wir uns hier ganz geschickt positionieren.
Guck mal, was der nette Mann da in der Hand hat. Der hat uns ja draußen rumschleichen gehört. Ich behalte ihn im Blick. Ja, aber vielen würde das auch nicht mehr nützen. Ich habe ein Problem. Es geht vorwärts. Okay, wir jetzt auch. Gut. In den Kampf. Ich werde ihn vermissen. Diese Bedrohung verlangt höchste Aufmerksamkeit, oder? Tja, ohne den Hauptcharakter geht es halt nicht. Ich habe einen neuen Kontakt. Dieser Akzent. Ich hoffe, wir kriegen deutsche Stimmen, die ein wenig... Ich wusste, dass da noch einer ist. Seien wir mal so, es ist per se nicht schlecht, dass wir uns von dem Tor wegbewegt haben. Aus welchem Grund der jetzt einfach mal so rausmarschiert ist. Können wir natürlich nur spekulieren. Meine Stellung ist aufgeflogen. Ja, und außerdem schießt du noch furchtbar schlecht. Gibt es kein Licht am Ende des Tunnels? Ich habe hier die Erfahrung verdient. Hm.
Und mit 4 Mann haben wir es nicht geschafft, den einen Offizier platt zu machen. So schnell, komm ich nicht. Deswegen habe ich nicht schnell gespeichert. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass das passieren könnte. Gut, vielleicht haben wir mit dem Erschießen einer Wache tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Es geht vorwärts. Diesmal scheint es für ihn nicht so gut zu laufen. Allerdings, die Episode ist schon fast wieder vorbei. Deswegen danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!